Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es heute an diesem wunderschönen Donnerstag um aktuelle News zum Thema Amazon Echo. Und es gibt erfreuliche Neuigkeiten aus der Amazon Echo Welt, die die Musikstreaming-Dienste betreffen. Ihr wisst ja, ihr könnt ja schon seit längerem Musik streamen mit den Amazon Echo Geräten. Natürlich ganz oben auf der Liste das Amazon eigene Musikangebot, natürlich Amazon Music und hier natürlich auch die Free-Variante. Genauso wie ihr natürlich auch schon seit langem Deezer streamen könnt. Ihr könnt Apple Music streamen und ihr könnt Spotify Premium streamen. Und genau beim letzteren Kandidaten gab es immer wieder viele Nutzer, die sich darüber beschwert haben, dass man wirklich an dieses Spotify Premium Abo gebunden ist, um hier auf das Musikstreaming-Angebot von Spotify zugreifen zu können. Die Beschwerden konnte ich absolut nachvollziehen. Gerade Spotify hat natürlich als Online-Streaming-Dienst ein extrem breites Sortiment, auch in der Free-Variante. Natürlich muss man an dieser Stelle immer mit Werbeunterbrechungen rechnen etc. Aber man hat ein sehr, sehr großes Sortiment zur Verfügung und da stellte sich mir immer schon die Frage, warum Spotify Premium wirklich die Bedingung dafür ist, dass man Spotify auf dem Amazon Echo nutzen kann. Gut, letztendlich habe ich mich als großer Spotify-Liebhaber irgendwann dazu entschieden, das Premium-Abo zu nehmen und damit konnte ich streamen, aber natürlich viele Nutzer haben das nicht getan und mussten dann entweder natürlich via Deezer oder via Amazon Music Free das Angebot nutzen oder auf die Streaming-Dienste komplett verzichten. Und jetzt hat sich Amazon endlich gedacht, wir geben Spotify Free frei und das ist wirklich ein sehr, sehr großer Schritt und meines Erachtens ein sehr wichtiger und richtiger Schritt in die richtige Richtung. Gerade jetzt auch, wo der Amazon Echo Auto draußen ist, wo sehr, sehr viele Nutzer den Echo Auto unterwegs natürlich nutzen, um sich auch Musik anzuhören, ist das hier wirklich die Lösung, damit noch mehr Nutzer auch in den Genuss kommen können, freie Musik verfügbar zu haben. Und hier, finde ich, ist das wirklich die Neuigkeit des Tages, dass Amazon diese Funktion demnächst freischalten möchte. Man munkelt auch schon, dass es ab Anfang Juli soweit ist. Ich werde euch natürlich über diesen Sachstand auf dem aktuellsten Stand halten, wie ihr das von mir kennt und werde euch hier direkt informieren, sobald natürlich Spotify Premium auch endlich auf Free geändert worden ist, damit ihr natürlich auch direkt in den Genuss von Spotify Free kommen könnt, wenn das Ganze verfügbar ist. Mich würde an dieser Stelle interessieren, ob ihr euch Spotify Free auch schon mal gewünscht habt. Schreibt mir das einmal in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und würde mich natürlich unfassbar freuen, wenn ihr mir hier noch kein Abo dagelassen habt, wenn ihr mir hier auf YouTube ein Abo dalasst, dann verpasst ihr nichts mehr. Mehrfach die Woche gibt es alle News, Reviews, Tests und so weiter aus der Smart Home und aus der Technikwelt exklusiv für euch hier auf meinem Channel als Video. Deswegen lasst unbedingt ein Abo da und ihr seid immer auf dem aktuellsten Stand. Amazon hat aktuell immer noch die große Rabattaktion auf alle Amazon Echo Geräte laufen. Natürlich habe ich euch einmal den Link zu den besten Angeboten für euch einmal in die Infobox gestellt, damit auch ihr günstig euer Amazon Echo Portfolio erweitern könnt. Ebenfalls natürlich in der Infobox für euch der Link zum Twitch-Kanal. Heute Abend geht es wieder los auf Twitch mit dem Livestream, deswegen seid auf jeden Fall mit am Start. 20 Uhr wird es dort losgehen. Ich würde mich unfassbar freuen, euch dort zu sehen. Von daher schaut auf jeden Fall dort vorbei und wenn ihr Fragen zum Thema Smart Home und Technik habt und ihr wollt eine Community, die genau auf diesen Bereich ausgerichtet ist, dann nutzt auf jeden Fall meinen Telegram-Channel. Dort ist eine super Community zum Thema Smart Home und Technik entstanden und ich würde mich unfassbar freuen, euch auch da zu sehen. Auch der Link natürlich einmal in der Infobox für euch. Bis dahin hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wünsche euch bis dahin viel, viel Spaß mit der Technik. Bleibt auf jeden Fall gesund. Passt auf euch auf, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.